Ich wollte erst Musik studieren. Als ich dann 15, 16 wurde, nach dem Krieg, habe ich da mehr gezeichnet. Die ausführende Musik reizte mich nicht so sehr. Ich hätte dann lieber komponiert oder wäre die Komponistenlaufbahn eingegangen. Aber ich war dann doch ein Maler. Das hatte ich also sehr früh schon erkannt. Und mein großes Vorbild war natürlich der größte in Niederländern, der Rembrandt, und ich war ein richtiger Rembrandt-Fan. Über den Menschen kann ich mich am besten artikulieren. Meine Sprache ist nicht geistig abstrakt oder informell, sondern sie ist eine deutliche Sprache. Beispielsweise. Das kommt von Paulus her, der mal gesagt hat: Was nützt euch, wenn ich in Engelzungen zu euch redete? Ihr würdet mich nicht verstehen. Deshalb sind drei Worte in Prophetensprache oder in deutlicher Sprache wichtiger zur Verkündung. Und ich wusste immer, dass ich nur, da ich mich eben nur über den Menschen äußern kann, über das Du, siehe Martin Buber, dialogisches Prinzip, ist für mich das meine Diktion im Prinzip. Das Menschenbild als Bildnis, aber dann auch eben in kompositorischen, größeren Überlegungen bildhafter Art kann ich nur über den Menschen mich äußern. Rolf Maria Koller gehört zu den Künstlern, denen man eine manische Besessenheit als Maler nachsagt. Die Schließung des Fachbereichs Kunst und Design an der Fachhochschule Köln, wo er als Professor unter anderem Aktmalerei lehrte, und der frühe Tod seines Sohns Johannes führten mit dazu, dass er sich seine Enttäuschung und Trauer von der Seele malte. Es entstanden hunderte von Zeichnungen, Skizzen und Ölgemälde. Das größte zusammenhängende Werk ist dieser Bilderzyklus Die Nacht des Menschen. Ich habe zu der Zeit, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, und deshalb ist das auch mein unzerstörbarer Glaube, sind die Begegnungen und die Weiterführung eines solchen Bildes durch das Gegenüber gekommen. Die haben mir auch die Dinge eingegeben. Ich habe jetzt nicht gesagt, so stell dich so hin oder so und so, sondern ich habe mit ihnen natürlich über die Thematik diskutiert. Die haben auch mir zuliebe ihre Haare mit Creme beschmiert, damit man sieht, wie die Kopfform war. Es sind alles die 67 Einzelgestalten in dem Bild. Es sind, glaube ich, 67 Einzel, alles Du-Personen gewesen, die ich alle persönlich kannte. Und das ist sehr wichtig. Wenn das nicht da drin ist, wusste ich ganz genau, wenn mir das nicht gelingt, das Du spürbar zu machen, dann habe ich versagt. Noch nie zuvor hatte Rolf Maria Koller die Gelegenheit erhalten, den in 10 Jahren geschaffenen Bilderzyklus auszustellen oder einmal zusammenhängend zu sehen. 42 Einzeltafeln, jede einzelne zwischen 1,90 Meter und 2,40 Meter hoch, lagerten über Jahre in einer Kölner Spedition. In der großen Ausstellungshalle der Stadt Wessling, nahe Kölns, präsentierte der Kunstverein erstmals das Gesamtwerk mit seinen 54 Metern Länge der Öffentlichkeit. Bild für Bild werden die einzelnen Elemente auf Holzpaletten montiert. Der Künstler ist nervös und angespannt. Viele hundert Stunden malte Koller gegen das Vergessen. Ausgangspunkt war die Herausforderung des Holocausts. Bis heute haben die schrecklichen Ereignisse in der Welt den Maler nicht ruhen lassen und vereinen sich in dem Bilderzyklus Die Nacht des Menschen. Das ist für mich der Antichrist, der aus dem Himmel stürzt und dem die Gedärme zerreißen und ein Müllstein hängt und am Hals. Und dieser Jesus von Nazareth,
Brett. Hat nie einen Menschen verflucht. Ich habe ja da die Ehebrecherin, Sie haben gesehen, die hängt da. Der hat gesagt, ja, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Da sind sie alle weggegangen. Und der ist nicht weggegangen, der ist immer noch da. Das ist der Gefesselte, der sich selbst entfesselt und zerreißt. Das ist der Antipode des Göttlichen, des Guten. Wenn man unsere Schöpfung sieht, wie herrlich die ist, wie fantastisch die ist, wenn man durch die Welt fällt. Ich habe einen Teil gesehen hier in Europa. Aber was ist das denn im Menschen, einem anderen Leid zuzufügen? Was hat der Herr Charon davon, die Leute umzubringen? Es ist doch pervers, würde ich sagen. Das kann man nicht darstellen. Das habe ich in dieser Gestalt dargestellt. Wehe dem Menschen, der einem Kind was zuleide tut. Dem wäre es besser, man würde ihm einen Müllstein um den Hals hängen und in die tiefste Tiefe des Meeres stürzen. Ich habe noch nie so ein Drohwort von Jesus je gelesen wie dieses. Und das habe ich damit darstellen wollen. Dass das auch in diesem Bild meine ganze Wut gegen dieses Leiden buchstäblich äußern soll. Da steht da dieser Dämon, dieser Antichrist, dieser Hitler und betätschelt noch die Kinderchen, damit die auch noch für ihn sich abschlachten lassen. Ein grauenhaftes Bild. Gewartet bis zum Schluss, wo er sich selbst die Kugel durch den Kopf schießen kann. Die ganzen Städte, Kulturen, alles vernichtet. Die Menschen, die Ehen zerstört, die Juden, die Ausländer umgebracht und so weiter. Wenn ich heute schon so einen kleinen Satz Ausländerhass höre, wird es mir schon kurz schlecht. Man kann verzweifeln. Aber ein Jude hat einen berühmten Satz gesagt, es stirbt immer nur einer alleine. Und das tröstet mich. Also es ist immer ein Einzelner. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich male immer Einzelne. Dieses Bild ist das einzige Bildteil, das über die globale Geschichte des Besitzergreifens von dem Menschen ihm alles wegnimmt. Was den Holocaust betrifft, sicherlich im Gulag war das ähnlich, in anderen Ländern auch. Man hat sie entkleidet, Schmuck weggenommen, Geld weggenommen, sogar die Haare hat man ihnen abgeschnitten, um sie zu verwerten, rein materiell. Symbol einer zerstörten Familie ist dieses Bildteil. Nur dem Kindchen haben sie das Püppchen gelassen. Ich habe also eine ganze Familie gemalt, als Auftrag mal gehabt, als Porträt und habe die dann nachher nackt gemalt, natürlich nach meinen Modellen gestellt, weil da mit dargestellt werden soll, dass die Familien total zerstört wurden. Der Vater mit dem Sohn, die
Frau hinter ihm und das kleine Mädchen da alleine mit dem Püppchen ausgeliefert. Und das muss ich natürlich dem Betrachter überlassen, jetzt, was er dabei empfindet. Aber das war für mich sehr wichtig, mal eine ganze Familie darzustellen in diesem Zyklus. Da ist eine Frau, die hohen Umständen ist, neben dem Familienbild, die ein kleines Kindchen sich, wo das sich am Beinchen festhält. Um die Tiefe des Meeres zu symbolisieren, habe ich hinter ihrem Bein eine Leiter dargestellt, Oberteil einer Leiter, um zu zeigen, wie tief das ist. Daneben ist eine Erschießung von Kindern, das hat mir ein Grauen verursacht, sowas zu malen. Ich wollte einmal sowas auch malen. Das heißt also, ich habe nicht den gemalt, der die erschießt und nicht den gemalt, der kreuzigt, sondern das steckt irgendwie in uns drin. Das habe ich dem Beschauer überlassen, was er dabei denkt. Hier ist es so, dass daneben eben ein altes Paar ist, ausgemergelt. Ich wollte jetzt nicht alle Leute ausgemergelt darstellen, weil ich ja nicht nur den Holocaust im Auge hatte, sondern ich habe die anderen Leidensthemen auch im Auge gehabt. Und das ist ein verhungertes Paar. Also neben der Kreuzigung steht ein Zwerg. Mit dieser Zwergengestalt habe ich ausgedrückt, das ist das sogenannte unwerte Leben. Brauche ich ja nicht, Euthanasie, brauche ich ja nicht mehr darüber zu sagen. Ich habe nicht die Kreuzigung jetzt nur aus christologischen Gründen gemacht, sondern aus dem Leidensdenken der Christologie im eigentlichen Sinne und des Gottesknechtes. Bei Jesaja im Alten Testament und des Hiobs, alles hängt irgendwo zusammen. Das ist die einzige Religion, die christliche, wo quasi der Auftrag ist, jeder nehme sein Kreuz auf sich. Nur der ist wert, mir nachzufolgen. Also ist eine tiefgreifende Geschichte und das habe ich natürlich dann auch mir vorstellen können. Wenn Sie mir einen Auftrag gegeben hätten damals,
wie dem Matthias Grünewald, den ich sehr schätze, machen wir eine Kreuzigung, ne? Hätte ich das vielleicht gar nicht gekonnt. Ich konnte das nur im Zusammenhang des erlebten Geschehens, der Zeit, in der ich geboren wurde. Und die Frau, die daneben steht, das ist eine Türkin. Das ist für mich das Symbol der Maria von Magdala, die unter dem Kreuz aushält. Was die tote Taube betrifft, das war mir von Anfang an klar, was ich eben von dem einen Vogel gesagt habe. Die Taube ist das Symbol des Geistes. Und hier ist auch die Taube getötet worden. Das heißt also, der Geist Gottes ist hier mitgetötet worden. Das soll das darstellen. Ich habe da meinen verstorbenen Sohn dargestellt und der heißt Johannes. Und Johannes ist der Evangelist Johannes. Wie die Maria von Magdala und Johannes, die beiden haben in dem leidenden Gottesknecht ihn, diesen Christus, erkannt. Ja? Und der schaut dahin und habe die Gestalt, eben die Gestalt meines verstorbenen Sohnes, der ein paar Jahre vorher ja mit 22 gestorben ist, hineingemalt. Dieses Thema ist bei mir vorgesehen gewesen, habe aber dieses Thema der Vergewaltigung verworfen in dem Zyklus. Dann erfuhr ich, dass man in Bosnien 60.000 Frauen bewusst hat vergewaltigt, aus ideologischen, politischen Gründen. Da bin ich so wütend geworden, dass ich mir gesagt habe, so. Das lässt du dir nicht gefallen. Das malst du doch. Da ist ein Mensch, der über Leichen geht. Es gibt ja so berühmte Symbolbilder. Das ist einer, der über Leichen geht. Somit habe ich diese Bildkomposition bewusst dann nachher da rein komponiert und nicht mehr auslöschen können. Damit wollte ich auch zeigen, was das für eine Sauerei ist. Und ich habe eine ganze Reihe Frauen kennengelernt, die vergewaltigt worden sind, die diesen Albtraum nie vergessen werden. Nicht? Und dieser Typ hat buchstäblich, ich habe den Kopf zerspalten, wie ich auch den Antichrist zerspalten habe. Ich hatte das große Glück, den berühmten französischen Armenpriester Abbé Pierre 1993, als ich an der Nacht des Menschen am Arbeiten war,
hat er mir Modell gesehen. Ich war ein Auftrag. Und ich habe 3 Tage mit Abbé Pierre zusammengelebt. Es war ein tolles Erlebnis. Und da ich einen guten französischen Übersetzer bei mir hatte, der das immer alles übersetzte, denn der wollte wissen, was ich da mache. Und dann habe ich ihm von dem Bild erzählt, dass ich da dran bin, in der Ausführung bin. Und von dem Meer voller Tränen, Riesenmeer voller Tränen. Und da hat der Abbé Pierre mir gesagt, Herr Koller, wie wollen Sie aber, weil Sie das ja universeller sehen und nicht ganz nur auf das jüdische Volk bezogen sehen, das ganze Leid der Menschen, die manchmal 30 Jahre im Gulag waren und das und dann nachher doch auf den Leichenhaufen geworfen wurden, wie wollen Sie das denn einfach darstellen? Lassen Sie doch den Leichenberg mal aus dem Meer rauskommen. Das ist der Abbé Pierre. Und da habe ich gesagt, verdammt, du hast recht. Da kommt dann dieser Leichen, der zieht sich über 9 Meter hinweg. Und links steht der deformierte Hiob, wo ich auch diese Nabam-Schrecken mit einkomponiert habe. Und hier ist der Hiob. Und dann die 2 Frauen, die das Schreckliche, den schrecklichen Werk sehen, wie sich rüttlings festhalten. Das ist so im Prinzip auch auf Lots Frau bezogen, die das Schreckliche kaum ertragen kann. Und die halten sich wie so eine Kette fest. Und darunter habe ich einmal eine fast verhungerte Frau, das ist eine umgekehrte Pietà, unten auf dem Boden liegend, vor dem Meer des Todes, also vor dem Berg des Todes, dargestellt, um einmal zu zeigen, wie weit die gegangen sind. Sie hält sich nur noch im Todeskampf an so einer Esskelle, die leer ist, fest. Dieses alte Ehepaar, was da vorher noch komponiert ist, vor dem Berg des Todes, da musste ich immer an alte Bäume, alte Olivenbäume denken, die, wenn sie dann so knorrig sind und nicht mehr brauchbar sind, werden sie eben ins Feuer geworfen. Und jetzt kommt eine Sache, die mir enorm geholfen hat in diesem Bild, als ich dran war, vorher schon, klopfte bei mir am Atelier noch in der Hochschule eine Jüdin. Sie wollte in Deutschland Philosophie studieren, hatte 2 Jahre Kommiss hinter sich und sie wollte sich als Modell bedingen. Die hat gesagt, wenn man mich in so einer Situation, meine ganze Familie ist in Auschwitz umgekommen, ich fahre da auch hin, ist hier auch nachher hingefahren, dann würde ich mich einfach hinstellen, ich würde mich einfach hineinfallen lassen in mein Schicksal. Und das ist einer der schönsten Teile in diesem Bild. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich Jahre dran gearbeitet habe, ist die 3. Fassung der großen Pietà. Da habe ich mir gesagt, so, die 3 Frauen sind die 3 Marien im Neuen Testament, die starken Frauen. Das sind die Überlebenden, die den Leichnam auf ihren Schoß legen. Und symbolisch, wie er aus dem Schoß der Frau hervorgetreten ist, liegt er da, jetzt. Unser Nächster, unser Bruder. Und diese Szene fand ich wichtig und aus kompositorischen Gründen hat die Mittelgestalt, die sogenannte Maria, eine ausweitende Gebärde, war sehr schwer glaubwürdig zu machen, weil das irgendwie etwas pathetisch aussieht. Aber ich habe so viele Fotos gesehen von Frauen in Ramallah oder sonst irgendwo, die Frauen, die reißen ihre Arme auseinander und schreien ihre Trauer in das Universum. Dieselbe Miraf, die ich da nackt dargestellt habe, ist dann in der Zwischenzeit, wo sie mir ein Modell dafür gestanden hat, ist sie in Auschwitz gewesen. Und da hat sie sich hingelegt auf die Erde und hat gesagt, so habe ich da auf der Rampe gekniet. Und das habe ich als Hauptschlussteil genommen. Die einzige, die bekleidet ist, die Miraf dafür verwendet und habe dann hinter der Miraf die sogenannte aus der Apokalypse des Johannes oben, die neue Erde, ein weißer Kreis und davor ist eine Wolke dargestellt.
Wolke ist immer das Symbol der Gottesnähe und der Gottesferne gewesen. Und hunderttausende Lichtgestalten im Kleinen, die mit dem Nebel, Morgennebel oder Nebel verbunden sind, ziehen sich da oben ins Licht hin. Moses zieht mit seinem Volk durch das Rote Meer. Das ist dieses Getauftsein. Wir sind also durch das Leid sind sie gegangen und ziehen ins Licht. Um den Antipoden dann vom ersten Blatt einzubeziehen, habe ich dann diese Vision mit dem Vorübergehenden angedeutet. Das ist der auferstandene Christus. Um dem Bild eine Hoffnung zu geben. Und dann kommt die große Symbolik, dass aus der Petrus, aus dem ersten Petrusbrief kommt, dass die Erde verbrennen wird und ins Universum eintaucht. Und dann kommt die apokalyptische Vision des Johannes, die in dem Buch genau nach von der neuen Erde, diese Vision, dass keine Tränen mehr sind, keine Trauer, kein Leid und dass nichts mehr war. Das ist alles vorbei. Und somit wollte ich dem Thema nicht nur eine sondern auch eine tiefere Deutung setzen, weil ich da eben aus dieser Substanz lebe oder gelebt habe. Ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht. Das muss der Betrachter sehen.